Hallo und herzlich willkommen bei Pokevestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon Investment-Tipps. Mein Name ist Manuel und wie gewünscht, nun ist es da, direkt auch am nächsten Tag. Was für ein Reim, wir starten rein in dieses Video. Aber bevor es losgeht, Leute, ihr wisst ja, worum es heute geht. Ja, es geht um die Geheimtipps. Und ja, lasst euch auf jeden Fall nicht lumpen, schaut euch das Video wieder bis zum Ende gerne an, es wird sich lohnen, so viel sei mal gesagt. Bevor es losgeht, Pokevestments, Instagram, habe ich mir auch erstellt, hier den ersten Post auch für euch erstellt. Ich finde, der ist eigentlich ganz nett geworden. Gerne auch mal hier supporten, Like da lassen, vielleicht einen Kommentar. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann werde ich auch auf Instagram abseits von YouTube öfter posten. Und davon profitiert ihr dann zusätzlich. So, aber genug davon. Starten wir richtig rein, starten wir auch, by the way, zu den 500 rein, ja, weil die haben wir auch bald erreicht. Let's go mit dem ersten Produkt. Und dieses ist, ob man es glaubt oder nicht, schon 2 Jahre alt. 2 Jahre. Und die Geschichte dieses Produkts ist sehr interessant. Ihr seht ja hier die 25, es geht um Celebration. Jedoch um das japanische Produkt von Celebration quasi. Interessanterweise ist sowohl bei dem englischen Celebrations Produkten wie der ETB oder die UPC genauso wenig im Preis passiert über die Jahre. Man muss sagen, natürlich hat sich da was getan. Ja, die Displays und auch die ETBs gab es um die Hälfte des Preises, gerade zu Release und wo halt sehr, sehr viele verfügbar waren von diesen Produkten. Aber gerade in dem letzten Jahr, und ich bin jetzt über ein Jahr in diesem Hobby aktiv jeden Tag dabei, und ich muss sagen, da hat sich sehr, sehr wenig getan. Bis jetzt, bis zu den letzten Monaten. Und nicht bei Celebration in Englisch oder Deutsch, bei der UPC oder bei der ETB, nein, bei dem japanischen Set. Deswegen habe ich es rausgesucht. Und wir haben hier Einzelkarten, ja, bis auf das Mew, was hier drin ist, ist das halt nichts Tolles. Ja, die Glurak, Turtok etc. Naktara-Karten, die gibt es auch, allerdings als Promokarten in sogenannten Promo-Packs, die es zu diesem Display extra gab und nicht in dem Display. Ja, ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv für die Entwicklung dieses Displays. Und ja gut, die Karte ist auch ihren Wert wert, ne, mit 130 Euro. Und wird auch in Zukunft dieses Display pushen, weil man es halt nur da kriegen kann. Dazu ist dieses Display auch extrem klein. Ist auch ganz interessant, wie ich finde. Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Und zwar zu den Preisen. Hier, wie ich ja schon sagte, ist extrem wenig passiert. Also ich erinnere mich, man konnte das Display entspannt für 100 bis 110 Euro wirklich jetzt ein Jahr lang kaufen. Und nun haben wir bei diesem Display, was 2 Jahre alt ist, nur noch 71 verfügbare Artikel. Da muss man jetzt auch noch hier diese, ist das Indonesisch? Thai-Chinesisch, ah okay. Und Indonesisch hier unten. Die muss man davon abziehen, hat man noch weniger. Und dann sieht man hier das erste deutsche Display quasi, also was von einem deutschen Anbieter angeboten wird, startet bei 137 Euro. Okay, so, wenn man jetzt sagt, okay, ich bestelle hier aus Italien oder Irland, dann kommt man günstiger weg, aber man muss halt teurere Versandkosten zahlen. Man hat allerdings noch die Möglichkeit, bei eBay beispielsweise oder bei eBay Kleinanzeigen, ist natürlich risikoreicher, als wenn man das hier auf CM kauft, dieses Display zu kaufen. So, und ich sehe die Chancen gerade für dieses Display, gerade kurzfristig zu steigen, sehr, sehr hoch. Denn das Display ist, wie ich ja schon gesagt habe, jetzt fast 2 Jahre auf dem Markt. Es wird keine Reprints kommen, ja, das ist todsicher. Und es gibt nur noch den einen Weg und der ist nach oben. Wie hoch der sein wird, weiß ich nicht. Und auch wie schnell es gehen wird, denn dieses Produkt ist nicht so beliebt. Das muss jedem bewusst sein. So, aber es macht halt die Rarität letztendlich, weswegen es dann Sammler gibt, die sagen, hey, ich möchte das, ich habe das noch nicht in meiner Sammlung. Ja, gerade auch, weil es das 25-jährige Jubiläumsdisplay ist. Es gibt Sammler dafür, die das dann kaufen, auch für 150, für 200 Euro. Da
könnt ihr euch sicher sein. Und wenn man sich jetzt noch relativ günstig einsammeln kann, und das ist für mich unter 150 Euro, ist das noch günstig für ein Set, was halt so lange auf dem Markt ist und was halt das Jubiläumsset ist, was meiner Meinung nach auch nochmal ein Premium ist, kann man nichts falsch machen mit mir. Meiner Meinung nach. Und mit mir ja sowieso nicht, ne? Deswegen Abo da lassen. Was für eine Überleitung. So, dann ein Set, was ihr kennen solltet, weil ich es schon öfters hier auf diesem Kanal vorgestellt habe. Paradigm Trigger. Ja, was soll ich sagen, ne? Silberne Sturmwinde kennt ihr auch. Gab es auch einen riesen Restock. Da ist die Verfügbarkeit um ein größeres höher als hier. Mit diesen wunderschönen Karten, die man hier bei Paradigm Trigger ziehen kann. Die auch extrem teuer sind, gerade das Lugia. Anders jetzt hier als beim Celebrations Display, was ich euch eben gezeigt habe, liegt hier die Chase-Karte bei 400 Euro. Und ist nicht sonderlich oft zu haben. Reprints können auch hier relativ sicher ausgeschlossen werden. Da kam jetzt zuletzt in den letzten Monaten nochmal was auf den Markt. Und da waren dann halt auch Preise von, ich kann mich erinnern, 79 Euro, 85 Euro möglich. So, jetzt geht es langsam wieder hoch. Ich habe für 90 Euro hier nochmal gekauft gehabt. Jetzt ist es bei 100. Auch meiner Meinung nach absoluter No-Brainer, gerade wenn man sich ein anderes Display anschaut, was interessanterweise teurer ist als das englische Display. Und zwar Lost Abyss. Hatte ich auch schon mal im Vergleich gezeigt. Hier hat man auch wieder eine sehr, sehr teure Chase-Karte. Vom Aufbau her ist das Set sehr, sehr ähnlich. Die verfügbaren Artikel, schaut mal, finde ich auch sehr, sehr spannend. 225, 225. Ja. Und dieses Display allerdings wesentlich teurer. Und wenn man jetzt auf das Giratina klickt, dann sieht man, ja gut, nochmal ein bisschen weniger verfügbare Artikel, aber sonderlich teurer, ja gut, okay, hier, ne, 200 Euro sind es, ja, oder ein bisschen weniger. Aber dennoch, also diese Diskrepanz vom Preis her, diese hohe Differenz von 60-70%, also die gilt es gerade auszunutzen und daraus Profit zu schlagen. Deswegen meiner Meinung nach Paradigm Trigger auch ein absoluter No-Brainer jetzt gerade und auch noch ein bisschen ein Geheimtipp. Ja, ich glaube, viele haben das gerade nicht auf dem Schirm, weil sie vom Hype von 151 nicht genug kriegen können, was ich natürlich auch verstehe. Und hier nochmal auch, das ist meiner Meinung nach ein Geheimtipp, insofern nicht, weil dieses Display keiner kennt, sondern, und das ist ganz, ganz wichtig, weil dieses Display jetzt gerade stark wieder nach unten gefallen ist. Nicht jeder kriegt diesen Reprint mit und weiß jetzt, ah, jetzt macht es Sinn, genau jetzt nochmal welche zu holen. Das ist quasi der Geheimtipp. Jetzt, der Zeitpunkt. Nicht unbedingt immer das Produkt. Ja, ich bin hier jemand, der immer auf den Zeitpunkt schaut, weil das ist mein Ziel als Investor. Ich möchte zum möglichst besten Zeitpunkt das Produkt so günstig oder erschwinglich wie möglich in mein Portfolio mit einsammeln, um dann möglichst schnell Gewinne einzufahren. Und ich glaube, das ist vollkommen legitim. So, und das war's auch schon. Das waren meine Geheimtipps. Ich hoffe, dieses kompakte Video hat euch gefallen. Wenn ihr Lust habt auf weitere solche Videos, dann schreibt es in die Kommentare. Schreibt auch in die Kommentare, ob ihr von diesen Displays bereits welche bei euch in der Sammlung, in der Collection habt. Und natürlich, wie euch das Video gefallen hat, ne? Und dann würde ich mich auf jeden Fall wie immer um einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Abo dalassen, ihr wisst ja, wie der Hase läuft. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.